Hallo, YouTube-Studio Jasper Jauch, hallo. Ah, moin Jan, du brauchst die Sachen fürs Outchain-Video? Ich sitze eh gerade dabei und die Zuschauer warten schon vom Fernseher. Ich mach dir das kurz fertig. Ja klar, bis später. Genau, denn heute erkläre ich euch das Thema Pedalrückschlag und wir stellen uns die Frage, Outchain, was ist das Ding, was kann das Ding und ist es die Kohle wirklich wert? Heute dreht sich alles um Tech Talk. Ich habe extra den Helm aufgelassen, weil meine Frise heute Morgen noch nicht so gut aussieht. Aber wir sind in Sanremo und die Scogli Rossi ist eine ziemlich harte Downstrecke. Und wir wollen heute testen, was macht Pedalrückschlag wirklich aus. Ich habe das O-Chain verbaut, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, habe ich schon mal drüber gesprochen, ein bisschen angeteasert. Und das gute Ding ist hier an dem Rad, man sieht es in schwarz verbaut. Und das ist dafür da, dass man diesen Pedalrückschlag abdämpft. Da habe ich noch einen kleinen Handy-Tipp für euch, den ich dann irgendwie mal einblenden werde. Wie ich auf das Ding aufmerksam geworden bin, habe ich mir gedacht, das will ich mal ausprobieren. Kann man sehr gut machen mit Flats. Im Shuttle fährt die andere Kurbel, die kein O-Chain hat. Das heißt, wir werden jetzt mal 2-3 Abfahrten machen mit O-Chain, dann umbauen, wieder zurück auf ohne O-Chain und checken, ob man wirklich so einen Unterschied merkt, ob das Ding das Geld wert ist und wie viel Pedalrückschlag tatsächlich dafür, ich sag mal, federführend ist, ob man vom Pedal vibriert wird oder nicht. Widmen wir uns also zunächst dem Thema Pedalrückschlag. Was ist das eigentlich? Wenn der Hinterbau einfedert, dann lenkt sich die Kette. Und das ist Pedalrückschlag. Und warum lenkt sich die Kette? Früher war es so, dass normale Hinterbausysteme haben im Prinzip so einen Eingelenker, beispielsweise wie dieser hier, den ich hier beispielsweise hochhalte. Wenn der eingefedert hat, dann musste das Hinterrad nach vorne oben über das Hindernis ausweichen, was von vorne kommt. Das ist ja irgendwie ziemlich unlogisch. Dementsprechend weichen High-Pivot-Systeme oder moderne Hinterbauten dem Hindernis nach hinten oben aus. Das heißt, der Gelenkpunkt ist weiter oben angesetzt und das Hinterrad weicht nach hinten oben aus, was sehr logisch ist, wenn das Hindernis von vorne kommt. Das hat allerdings zur Folge, dass sich die Kette ein bisschen mehr lenkt. Und diese Kettenlenkung muss natürlich ausgeglichen werden durch den Käfig, also das Schaltwerk. Und wenn sich die Kette lenkt beim Einfedern des Hinterbaus, dann wandert der Käfig ein Stück nach vorne. Das heißt, auf der Unterseite kann sich die Kette recht einfach längen. Auf der Oberseite geht das nicht, weil da ist kein Käfig vom Schaltwerk. Bedeutet, entweder dreht sich die Kurbel ein Stück rückwärts, dass oben auch die Kette sich lenkt, wenn sie unten dann noch mehr lenkt. Das ist aber recht unwahrscheinlich, weil wir ja mit unserem Körpergewicht da drauf stehen. Oder die Kassette läuft ein Stück vorwärts und holt sich ein Stück Kette von unten, um sich zu längen. Das ist ja aber, das würde ja bedeuten, dass dann die Sperrklinken einrasten und das Hinterrad sich beschleunigt. Und genau da sind wir beim Punkt Pedalrückschlag. Das heißt, wenn das Hinterrad einfedert, die Kette sich lenkt, dann muss sich die Kette auch oben lenken und entweder kriegen wir es an der Kurbel oder am Hinterrad zu spüren, aber wir spüren es. Es gibt jedoch auch Meinungen, die besagen, dass man den Pedalrückschlag nicht spürt. Und zwar wurde in einer Studie herausgefunden, dass es eine Grenzgeschwindigkeit gibt. Die klingt eigentlich erstmal recht logisch. Es ist nämlich so, dass das Hinterrad sich ja vorwärts dreht. Und da wir den Freilaufkörper haben, braucht man eine bestimmte Geschwindigkeit, die wir rollen, um im Prinzip wieder reinzutreten. Das kennen wir, wenn wir aus einer Kurve kommen und wir treten langsamer als die Geschwindigkeit, die wir bräuchten, um überhaupt vorwärts zu treten, dann treten wir ins Leere, wenn wir zum Beispiel einen zu leichten Gang gewählt haben. Und diese Geschwindigkeit, diese Sperrklinken übereinander rauschen beim Rollen, die muss man übertreffen, damit sich die Sperrklinken überhaupt verhaken. Und das muss im Prinzip auch die Kettenlenkung schaffen. Wenn wir das Hinterrad einfedern, die Kette sich lenkt, dann muss es quasi so schnell vonstatten gehen, dass es schneller ist, als die Sperrklinken übereinander rasseln, damit es dann eine Verhakung gibt und einen spürbaren Pedalrückschlag. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Pedalrückschlag trotzdem gemerkt.
jetzt habe ich den O-Chain zum ersten Mal bei Andrea Ciliani im Bike wirklich so erleben dürfen. Aber ehrlich gesagt stolpert man immer wieder über den O-Chain, wenn man im Netz mal bei Bikecheck genau hinguckt, weil diverse Weltcup-Fahrer und auch EWS-Fahrer dieses Ding bereits am Rad verbaut haben. Schauen wir uns den O-Chain aber mal genauer an. Im Prinzip ist das ein eigener Spider, also man schraubt ihn auf die Direct-Mount-Aufnahme der Kurbel, was die Kettenblätter angeht. Und dann hat man wieder so eine alte, wie früher bekannte, 4-Punkt-Aufnahme am Kettenblatt. Also back to the roots. Und dieser Spider hat die Möglichkeit, sich 4, 6 oder 9 Grad zu drehen, um eben dem Pedalrückschlag auszuweichen. Das Ganze funktioniert über Elastomere und Federn und ist tatsächlich recht pflegeintensiv. Man muss also einen O-Chain regelmäßig sauber machen, damit kein Dreck und Sand, man hört es tatsächlich schon ein bisschen, sich da drin verhakt und irgendwann den O-Chain nicht mehr richtig funktionieren lässt. Des Weiteren trägt er sehr dick auf. Man sieht es hier, ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Einstellungsprobleme, bis ich das Ding wirklich gut montiert hatte, dass es mit Kettenführung erstens in der Nähe zum Rad passt und auch oben am Slider gut funktioniert. Das heißt, es ist ein bisschen ein Akt, das Ding richtig einzustellen. Das gute Ding wiegt 128 Gramm, die man auf einmal mehr hat. Mein Gott, ja, was sind 128 Gramm? Also vom Gewicht mal abgesehen, was tatsächlich viel mehr zu Buche schlägt, sind die 327 Euro für ein bisschen Pedalrückschlag. Finde ich tatsächlich richtig happig für dieses Gerät, zumal nicht sehr viel Technik drin ist, aber ja, der Erfinder lässt sich natürlich auch bezahlen, also ist schon auch ein guter Kurs. Richtig teuer. Aber sind die 327 Euro den O-Chain wert? Bevor wir uns das trauen zu beurteilen, fahren wir das Nomad lieber nochmal ohne O-Chain. Wir haben jetzt schon zwei Laps gemacht auf das Cochi Rossi. Eine ziemlich geile Downhill-Strecke, die ich für viel zum Downhill-Training gefahren bin am Anfang des Jahres. Infobox, verlinke ich euch mal ein uraltes Video, richtig geil. Wir bauen jetzt auf jeden Fall hier die andere Kurbel rein. Die hat keinen O-Chain. Das ist eigentlich 1:1 die gleiche Kurbel. Passt genau da rein. Pedale sind auch schon drauf. Das heißt, wir stecken jetzt einfach ganz schnell um. Das könnte man so schön im Zeitraffer dann machen, oder? Schauen wir mal. Thanks for waiting. Wir haben jetzt die andere Kurbel wieder im Shuttle verpackt. Die macht noch ein paar Laps im Auto und wir testen jetzt ohne O-Chain auf der Strecke. War ja direkt am Anfang eigentlich schon der O-Chain verbaut. Es ist ja natürlich logisch, dass ich vor dem O-Chain ohne O-Chain gefahren bin, dann den O-Chain und jetzt zum Schluss wieder zurückgegangen bin auf eine normale Kurbel, kein O-Chain. Bedeutet, es war deutlich spürbar. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und ich glaube, häufig gewöhnt man sich zu schnell an gewisse Privilegien oder auch an gewisse schöne Dinge. Wie zum Beispiel einen ergonomischen Sattel. Da merkt man immer erst, wie gut der Sattel eigentlich ist, wenn man mal wieder auf einem alten, nicht ergonomischen Sattel gefahren ist. Und ähnlich war der Effekt hier bei der alten Kurbel ohne O-Chain. Denn es war wirklich ein krasser Unterschied, den ich gespürt habe, ohne O-Chain am Bike zu fahren. Ich sage dieses Wort relativ häufig. Es soll eigentlich keine Werbung sein. Wie gesagt, ich habe das Ding selber gekauft. Ich habe es selber bezahlt. Aber die Technik funktioniert erstaunlich gut. Und ich kann euch jetzt tatsächlich wissenschaftlich nicht erklären, warum es so gut funktioniert. Weil eigentlich bin ich ja ein logisch denkender, physikalisch denkender Mensch. Und da würde mir diese Grenzgeschwindigkeit schon sagen, okay, gerade bei einer Scogli Rossi, wo man relativ schnell bergab fährt, da ist die Grenzgeschwindigkeit relativ schnell, hebelt die den Pedalrückschlag außer Kraft. Aber es ist eben doch extrem spürbar. Und es ist so krass spürbar, dass ich eigentlich nie wieder ohne fahren möchte tatsächlich. Würde ich dieses Ding jetzt empfehlen oder nicht, es zu kaufen? 327 Euro, Nachteil Nummer 1, es ist richtig viel Geld. Nachteil Nummer 2, dieser Mechanismus hat natürlich auch einen Leerweg, den er mit sich bringt. Das bedeutet, wenn man in die Kurbel tritt, dann tritt man ja erstmal diese 9 Grad ins Leere. Und
das ist gewöhnungsbedürftig. Leo Kass hat mal ein Video drüber gemacht, auch wegen Trial-Hoppen und so. Und ein paar andere Leute, vor allen Dingen die Amerikaner, finden es, glaube ich, nicht so geil. Hat mir ein Freund erzählt, der Christoph Bayer, dass die halt viel Trails bergauf fahren und wenn man halt ständiges Feedback braucht, dann ist es ein bisschen unangenehm. Ich persönlich, meine Wahrnehmung, ja, kann ich nur sagen, 327 Euro ist eine Investition, die ist, glaube ich, sinniger als manch andere farbige Upgrades von Bremsen oder farbige Upgrades von Standrohren, die man manchmal so an seinem High-End geliebten Mountainbike trifft. Das ist eine Investition, die Spaß macht, die wirklich spürbar ist und die einen nach vorne bringt. Und wie gesagt, dieses anfangs ins Leere treten, ja, ehrlich gesagt, ich bin auch ein verjippter, verspielter Fahrer und mich hat es irgendwie so gar nicht tangiert. Ich habe mich super schnell dran gewöhnt und bin total schnell reingekommen. Für wen ist dieses Teil geeignet? Berechtigte Frage. Weil ich glaube, wenn ihr euch wohlfühlt auf eurem Fahrrad und ihr sagt, hey, eigentlich bin ich total zufrieden mit der Dämpfung meines Fahrrades, mit dem Fahrwerk, wie es auf dem Trail funktioniert, dann sage ich, hey, dieses Teil 327 Euro ist es nicht wert. Dafür kann man echt viele geile Tage im Bikepark verbringen. Lasst es sein. Feel free. So stellt lieber ein bisschen am Fahrwerk rum und dann könnt ihr da ganz, ganz viel verbessern. Wenn ihr aber sagt, boah, euer Fahrwerk, ihr seid übelste Fahrwerksnerds und ihr seid da schon an einem relativ weit oben angekommenem Niveau angekommen, wollte ich sagen, und ihr habt immer noch das Gefühl, dass es ab und zu mal hinten ein bisschen mehr scheppert oder ein bisschen Schläge gibt und ihr habt schon mal drüber nachgedacht, dass Pedalausschlag bei eurem Hinterbausystem vielleicht doch auch ein Thema sein könnte, dann würde ich sagen, kauft euch so ein Ding. Ihr werdet das absolut abfeiern. Ganz im Ernst. Das macht Mountainbiker irgendwie nochmal deutlich geiler. Man kann ein bisschen mehr die Hinterbau-Performance spüren und so weiter und so fort. Ich will gar nicht zu viel Werbung machen. Ich find's geil. 327 Euro ist natürlich echt ein Happen Kohle. Man muss sich das gut überlegen. Ja. Interessanter Test. Schreibt mal bitte dazu, was ihr von diesem Ding haltet und wie ihr Preis-Leistung erhaltet, wenn ihr es gekauft habt. Alle, die es noch nicht gekauft haben, dürfen sich dieses Urteil nicht erlauben. Punkt. Alle, die es sich noch nicht gekauft haben, bei denen würde ich aber gerne wissen, ob ihr mit dem Thema Pedalrückschlag schon mal Kontakt hattet und inwieweit ihr davon, inwieweit ihr es bemerkt habt. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, das ist ganz wichtig für YouTuber, und natürlich einen Kommentar schreiben und natürlich den Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr auch beim nächsten Video von mir wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.